Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal hatte ich es ja schon angekündigt, wir werden uns heute um den Mineralschleim kümmern, den wir hier benötigen. Wir brauchen nicht viel, insgesamt 10 Kubik. Ich würde sagen, oder ich behaupte einfach mal, 2 Schnecken Blueprints sollten reichen. Ich habe das Material dabei. Das Lager oder die beiden Lager hier sind vollgelaufen. Das heißt, wir können uns ab jetzt auch wieder teleportieren. Die Quantenkristalle sind jetzt auch wieder im Netzwerk. Wie befürchtet oder wie schon angenommen, das hätten wir hier mit denen nicht machen müssen. Da haben wir einfach so viel. Aber jetzt haben wir es da. Jetzt ist es safe, das passt. Gut, wir können mal ganz kurz da reinschauen. Da wird einem direkt schlecht. Da haben wir erst 300. Erst 300. Muss aber auch sagen, ich habe jetzt nicht wirklich lange das laufen lassen, weil ich eigentlich die Folge mehr oder weniger fast danach mache. Nach der letzten. Aber gut, und hier schaut es auch schon ganz ordentlich aus. Also ich denke mal, das sollten wir eventuell irgendwie hinbekommen, dass die Lager voll werden. Hier müssen wir mal gucken. Gut, also Schneckenblueprint. Ich habe jetzt sicherheitshalber mal davon 2 dabei, davon 2 dabei, davon noch 2 dabei. Wir machen jetzt einfach, wir fangen mit den schwarzen an. Und eigentlich wäre auch der Plan, dass wir zweimal die gleichen Schnecken machen, weil es könnte jetzt echt ein Drama werden, hier rauszufinden, was für eine Luftfeuchtigkeit und welche Temperatur die brauchen. Deswegen machen wir zweimal die gleiche Farbe. Müssen wir bloß gucken, dass wir die Schneckeneier irgendwie uns rauskratzen, beziehungsweise eigentlich die fertigen Schnecken uns rauskratzen. Aber das schaffen wir dann schon, dass wir die zweite Anlage zum Laufen bekommen. Gut, wir gucken mal, ob das von der Tiefe her passt. Ich glaube nicht ganz. Komplett falscher Blueprint, auch gut. Also Moment mal, wir brauchen nach vorne hin ein bisschen Platz. Als allererstes brauche ich Strom. Moment mal, wir ziehen das jetzt mal hierher und hierher. Ich würde eh sagen, dass wir hier ein bisschen freilassen, weil da können wir dann gleich die Schnecken zum Schneckenschleim machen. Weil wir könnten es auch unten machen. Wäre auch kein Problem. Problem ist, dass die Anlage so extrem laut ist. Und wir werden da unten wahrscheinlich öfters mal uns bewegen, weil wir irgendwelche Sachen uns anschauen müssen und so weiter. Und dann haben wir immer den Lärm da. Und hier ist es ein bisschen abseits von dem Komposter, dass der nicht immer so uns auf die Nerven geht. Gut, Schneckenzucht. Der Platz hier rechts sollte eigentlich reichen. Wir gucken mal, dass wir hier mittig sind. Und eins nach hinten. Dann haben wir jetzt schon mal eine Anlage. Wie schaut es hinten aus? Wir werden hinten nochmal eine Reihe setzen müssen. Ich will auf jeden Fall nicht weiter vor als bis hierhin, aber das sollte machbar sein. Ja, wir machen noch 2 rein. Und dann passt das. Moment mal, erst hier. Oder vielleicht machen wir... Moment mal, wir müssen einmal außen rum gehen. Fängt schon wieder gut an, ich weiß. Gut, Strom nehmen wir gleich mal mit. Eigentlich könnten wir den Strom erstmal hierher legen. Und dann an der Wand so ein bisschen entlang. Genau. Ich hoffe, dass mir die Dinger da unten nicht auf den Zeiger gehen. Die Aufblattviecher. Erstmal den ganzen Unsinn hier wegsprengen. Ah, ein Traum. So, und jetzt kann ich mich hier drum kümmern. Beziehungsweise, Moment, bevor ich jetzt abstürze. Ich glaube, dass wir die bekämpfen müssen gleich. Ja, machen wir. Weil wir müssen später eh unten drunter die Pipeline verlegen. Dann sind sie weg. 3 Stück sind halt heftig, aber es sind erst 2 aufgeplatzt. Also sogar alle 3. Ihr seht schon an meinem Leben. Das ist eine Katastrophe. Die sind so stark geworden irgendwann mal. Noch irgendwo einer? Nee. Wir müssen es noch ein bisschen breiter machen, dass die zweite Anlage daneben passt.
Und dann gucken wir gleich mal. Sollte es eigentlich reichen? Ich könnte die mal mitnehmen, oder? Brauchen wir die noch für irgendwas? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Oh, das wird verdammt eng. Gut, dann kommst du weg. Also ich gehe mal davon aus, dass zwei Anlagen reichen. Ich habe die schwarzen Schnecken noch nie gemacht. Das kann natürlich sein, weil normalerweise ist es so, dass wenn wir eine Schneckenzucht machen von einer Farbe, dass zu, ich sage es mal, 90% auch die Farbe rauskommt. Es kommen immer Mischfarben raus. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das ist, wie das hier da ist. Bei den schwarzen, aber ich denke mal, dass es da ähnlich ist. Ich habe alles mitgenommen. Warum fehlen mir dann eigentlich immer Pipes? Falsche Gebäude wieder ausgewählt. Ich bin... Achso, nee. Genau, dann ist das genau in der Mitte. Hier auch. Dann kommt hier der Strommasten her. Strom schaut bis jetzt wieder ganz fein aus. Oder immer noch. 104. Das schwankt mal. 107. Aber ja, was heißt, schaut gut aus. Wir haben nicht mehr viel Puffer. Aber es würde ja auch noch theoretisch dann die Batterie kommen. Was wir übrigens vielleicht mal machen könnten tatsächlich, dass ich nicht immer da drauf schauen muss, was ich dann wahrscheinlich trotzdem mache. Wir setzen jetzt hier mal einen Energiespeicher her. Quarzsand. Mist, habe ich nicht eingelagert, glaube ich. Doch. Also eine Batterie quasi. Die können wir mal mittig machen, hier hinter der Reihe. Einen, das reicht. Mir geht es nicht darum, dass da Strom eingespeist wird, sondern wir haben, also der lädt jetzt voll, das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Jawohl, wir haben nicht allzu viel Strom über. Wir klappen das mal auf. Ja, eine Stunde dauert es, bis er vollgeladen ist. Und wenn wir dann Strom brauchen, oder wenn wir dann im Batteriebetrieb sind, weil wir bekommen ja keine Meldung großartig. Irgendwann bei 50% Akkukapazität dann schon. Aber wenn wir im Betrieb sind, dann fangen die das Leuchten an. Dann sehe ich das immer. Da muss ich nicht immer hier auf die Strommasten schauen. Dann sehe ich direkt, okay, ja. Habt ihr das gesehen? Wir waren ganz kurz im Akkubetrieb drin. Weil dann gab es hier mal, da, genau hier, eine kleine Energiespitze. Dann waren wir ganz kurz drin. Und wenn das permanent ist, dann leuchtet das richtig schön. Und dann sieht man das. Das kann man eigentlich überall mal hinstellen. Man vergrößert auch nebenbei noch ein bisschen die Batteriekapazität, aber das ist eigentlich unwichtig. Bloß man sieht es halt, wenn Batteriestrom benutzt wird. Also, wir haben definitiv Netzwerk, Sender, einen hier. Und einen hier. Hier kommt dann das Futter rein, da müssen wir auch dann mal gucken, was für eins wir brauchen. Aber Futter haben wir. Und wir fangen mit der Schneckenzucht an. Das kann jetzt ein Mega-Drama werden. Das wird wahrscheinlich auch eins. Also wir hauen da eine Schnecke rein. Da eine Schnecke rein. Okay, wir brauchen das Halloween-Futter. Das machen wir gleich mal, dann ist die Meldung weg. Netzwerk haben wir ja hier. Achso, wir könnten es ja genau gleich da. Gut. Halloween-Futter. Die Futtersuche ist jedes Mal Katastrophe. Das haben wir aber auf jeden Fall gemacht. Das weiß ich mit dem dreckigen Wasser. Frage ist, habe ich schon im Netzwerk? Ich glaube schon, ja. Wir hatten uns überlegt, das nicht zu machen. Dann dachte ich mir, doch. Hier. Halloween. Bäm. Kann reinlaufen. Eigentlich könnten wir das da drüben auch gleich einstellen. Wir werden, also ich will schon, dass wir zweimal die gleichen Schneckenfarben machen. Bevor das jetzt hier wegsickert und ich sehe das wieder nicht. Aber es wird es eh dauern, bis wir das eingestellt haben. Also, wir brauchen... Okay, krass. Wir haben tatsächlich
Die Luftfeuchtigkeit passt schon. Okay, dann Temperatur. Eisen. Ich sag mal, ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal auf minus 40 runter. Oder vielleicht ist das ja auch, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Okay. Ich glaube, das war bei minus 15, kann das sein? Das wäre ja jetzt mega gut. Das wäre ja dann fast gar kein Drama. Da gab es Schneckenfarben schon. Da haben wir uns angestellt wie der erste Mensch. Und mit wir meine ich. Minus 15 Grad. Also das wäre jetzt easy gewesen. Wir gucken nochmal. Minus 15 ist die Grenze. Wie können wir es denn hier einstellen? Temperatur. Also, wir haben eine Ausgangstemperatur von 25 Grad. Einstellen könnten wir minus 5. Würde minus 5 auch noch gehen? Moment. Überschuss. Nee. Gut, dann machen wir. Dann bleiben wir bei minus 10. Das müsste dann aber auf jeden Fall gehen. Problem ist, ich komme bloß auf minus 5. Wir brauchen noch ein Temperaturmodul. Bei Spezial war das, oder? Temperaturmodul. 1, 2. Das heißt, wir gehen einmal auf minus 30 und einmal auf minus 5. Dann haben wir insgesamt eine Temperatur von minus 10, weil wir haben ja eine Ausgangstemperatur hier von 25 Grad. Das heißt, wir müssen es um 30 Grad senken. Dann sind wir bei minus 5. Mehr geht halt mit einem Modul nicht. Dann brauchen wir noch ein zweites Modul und da stellen wir jetzt minus 5 nochmal ein. Das wird dann quasi zusammengezählt. Dann sind wir bei minus 10 und minus 10 passt, oder? Auch nicht, dann machen wir halt minus 15, was soll's. Mann. Muss ich es halt hier jetzt nochmal umstellen. Minus 10. Und hier auch nochmal minus 10. Gott sei Dank sind wir erst in den Minusbereich gegangen. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt noch die Plustemperatur gerade, geht ja bis 250 oder so, das nochmal abkaschballen. Gut. Aber dann passt das. Wir brauchen eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Das ist halt hier in diesem Gebäude Standard. Und wir haben hier Standardluftfeuchtigkeit auch 50%. Das passt. Gut, also das ist schon eingestellt. Geil. Dann brauchen wir Flüssigkeitsmodul. Eins. Das geht wirklich einfacher als gedacht bis jetzt. Krass. 90, 180 Kubik. Ja, wir haben hier, wir kennen das Problem. Da haben wir einfach von Anfang an unordentlich gearbeitet mit dem Bauplan. Wir müssen halt hier jetzt immer gucken, wie wir das dann machen. Einmal unten drunter. Mir fehlt Gummi, das habe ich aber. Na, noch ein Stück hinter und so von der Ausrichtung her passt das. Wir haben auch das Problem bloß auf der Seite, dass wir das mit dem Förderband immer ein bisschen ändern müssen. Das? Ja. Zack. Zack. Und bam. Und hier ist der Slot ja auf der Seite. Das ist gar kein Problem. Wasser haben wir das letzte Mal erst gemacht. Ja, spätestens jetzt hätte ich wahrscheinlich eh kämpfen müssen. Da drüben. Deswegen haben wir die Viecher vorher weggemacht. Also Wasser haben wir gemacht. Das müsste passen. Ich würde trotzdem sagen, wir machen das jetzt einmal, dass wir das erweitern könnten. Ich mach das nochmal weg. So. Also das Wasser kommt von
Hier. Bam. Und ich ziehe die Pipeline auch durch. Dass wir theoretisch, wenn wir es brauchen, was ich jetzt nicht glaube, aber vielleicht, dass wir da drüben dann nochmal ein Blueprint hinsetzen können und die Pipeline eigentlich schon mehr oder weniger ready ist. Gut. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir mit dem Wasser hochkommen. Oh, mir geht Invar aus. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Ich habe ein bisschen was da. Das ist katastrophal wenig. Ne, wir müssen was holen. Jetzt können wir uns wieder teleportieren. Wasser haben wir noch genug da. Glaube ich, schauen wir auch noch gleich. Der Teleporter ist ja nicht weit weg. Also, Invar da vorne. Ja, jetzt läuft natürlich das Lager erstmal wieder voll. Und die Produktion da oben mit meinen Energiefragmenten, die lahmt dann ein bisschen, aber nicht so schlimm. Da haben wir haben so viele Energiefragmente. Ich glaube, da oben alleine für meinen Handgebrauch sind schon 500, 600 Energiefragmente. Plus, wir haben im Netzwerk, was wir eigentlich nicht anlangen sollten, nochmal 2500, also. Ölfeld, ne, Kryolyt, Teleporter, Steinwüste, hier. Ja. Das dauert 16%, ist also nur die Batterie ist zu 16% voll geladen. Und alle Batterien insgesamt 99%. Genau, wir haben 21.700 Megawatt gespeichert. Können wir speichern? 21.616 haben wir gespeichert. Das passt. Und es ist ja so, dass wir, also das ist dann immer für eine Stunde, 21.600 Megawatt für eine Stunde. Und das heißt, theoretisch, wenn wir es mal grob überschlagen, es ist ein Fünftel von dem, was wir brauchen. Das würde bedeuten, wenn unsere Stromproduktion komplett ausfällt, auf Null fährt, dann würden die 21.700 Megawatt, also die Akkus, für 12 Minuten reichen. Ein Fünftel Stunde quasi, weil wir bloß ein Fünftel von der Menge gespeichert haben, die wir pro Stunde brauchen würden. Aber da uns ja immer bloß, wenn überhaupt, 2.000, 3.000 Megawatt fehlen, hält das ewig. Halt, Moment. Aber logischerweise müssen wir auch da noch ein bisschen was machen. Bin ich jetzt schon außerhalb von dem Gebäude? Ach, ich muss ja den da drüben auch noch anschließen. Ah, bitte, bitte, bitte. Ganz genau. Stimmt, da war ja was. Machen wir das auch noch gleich fertig. Also, zack. Das passt. Dann der da drüben. So, ich würde jetzt erstmal die eine Anlage zum Laufen bekommen, bevor wir jetzt die andere einstellen. Und wir machen das mit dem Wasser auch später. Also, dass wir das hier abzwicken, weil sonst geht es zu viel Wasser auf die Schnelle flöten. Ah, wir müssen schon noch ein Stück vorgehen. Genau, dann passt das. So, Netzwerksender. Dann schauen wir auch gleich mal, ob wir das Wasser haben. Also theoretisch brauchen wir 360 Kubik. Für beide.
Blueprints. Das haben wir nicht mehr ganz. Machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal die 180 weg. Das heißt, wir haben noch 100. Dass wir erstmal eine zum Laufen bekommen. Wir müssen eh ein paar Schnecken farmen, damit wir die anschubsen können. Wir hatten halt von Grund aus oder von Haus aus zu wenig Grund auf, zu wenig Schnecken. Schwarze Schnecken, Eisenschnecken. Gut, aber jetzt müsste das dann anlaufen. Wir müssen gucken, es kann eventuell sein. Steht das dabei? Das steht bei den Eiern dabei, oder? Nee, erst wenn sie das erste Mal durchgelaufen sind. Ob wir vielleicht eventuell auch ein Tag-Nacht-Modul brauchen. Das würde er eigentlich, glaube ich, sagen. Aber es kann sein, dass bei uns gerade Nacht oder Tag ist. Bei mir im Spiel ist immer hell. Ja, also auch wenn es in-game dunkel wird, also die Nacht anbricht, ist es bei mir hell. Deswegen ist das jetzt hier schwer zu sagen. Einfach, weil es angenehmer ist für euch zum Sehen und für die Aufnahmen. Daytime, any. Es ist total egal. Es ist total egal, welche Tagzeit. Also das ist ja eine relativ einfache Schnecke tatsächlich. Ja, und jetzt haben wir das Problem, wir hatten von Anfang an bloß zwei Schnecken. Das geht. Aber wir müssen halt echt erstmal gucken, dass hier ein paar rauskommen. Und damit es hier ein bisschen voll läuft. Und wenn das Band hier unten vollgelaufen ist, geht es dann da auf dieses Band. Und während das jetzt ein bisschen arbeiten kann, würde ich sagen, holen wir uns nochmal etwas Wasser. Und dann haben wir eigentlich schon das fertig. Was? Dann können wir noch ein paar Kleinigkeiten machen. Das ganze Katerium, was wir brauchen, also Turbodraht. So, das passt auch. Das läuft, das läuft. Ja, Problem ist natürlich, als Wasser machen wir es einfach hierher. Ganz genau. Bleibleche. Eins, zwei. Und da hinten geht's doch. Eins, zwei, drei. Na, das war nix. Dann haben wir unsere 180 Kubik wieder. Wir haben hier bei der Anlage, also bei der ganzen Diesel- oder Treibstoff ist es, glaube ich, ein kleines Problem. Ich weiß nicht was, da komme ich gleich nochmal dazu. Keins Dramatisches, aber ich muss... Und das ist halt so ein Problem, was ich habe, das mit über Nacht laufen lassen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich erkläre es gleich. Ich mache das jetzt hier noch schnell fertig. Man könnte das über Nacht laufen lassen mit extrem viel Lagern und so. Ja, okay. So, Sender. Ne, Quatsch. Receiver. Und jetzt brauchen wir halt ein Netzwerk. Das habe ich halt wahrscheinlich da irgendwo habe ich eins. Ganz da vorne. Geil. Also die 180, was wir jetzt hier zusätzlich produzieren, das sind drei Anlagen, 3x60, die stellen wir jetzt hier nicht ein, weil wir die ja gleich wieder brauchen. Aber wir sagen halt, dass da Wasser rein muss. Genau, passt. Gut. Autosave. Also wir haben ja hier Stromproduktion mit Treibstoff. Wir hatten das so genau berechnet, dass wir so und so viel Blueprints hinsetzen können und dann hatten wir einen Überschuss von, ich glaube, 12 Kubik Diesel. Jetzt ist es so, kappe ich, die 12 Kubik Diesel, die verpacken wir und vernichten, weil das der Überschuss war. Jetzt ist es so,
Wenn ich das mit dem Überschuss angeschlossen lasse, läuft mir mein Tank vorne leer. Den großen Speicher da hinten. Kappe ich das Band, dann müssten wir vielleicht mal, wir schauen mal, was es aktuell ist. Ich glaube, es müsste jetzt getrennt sein, das Band. Nee, es ist angeschlossen. So, ich mache das jetzt mal weg. Das heißt eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie lange das lief, schon eine Zeit, müsste der Tank da hinten wieder relativ leer sein, der da. Jetzt ist es aber so, wenn wir das so lassen, füllt sich der Tank wieder. Dauert zwar ein paar Stunden, aber er füllt sich und das ist schlecht. Und deswegen ist es ein Problem mit Übernachtlaufen. Hier haben wir irgendwie, ich glaube auch einfach, das ist es ein Problem mit dem Zug, weil wir da das Öl holen, dass wir da nicht 100% genau Öl haben. Ja, ist ziemlich leer gelaufen. Jetzt müsste es auch wieder langsam voller werden. Dann müssen wir vielleicht mal, oder ich muss es wahrscheinlich machen, bevor wir es über Nacht laufen lassen, oder ich dann. Halt, lass mich drauf. Muss ich vielleicht mal ein bisschen rausfinden, wie wir das machen. Vielleicht gehe ich von 12 Kubik runter auf erstmal 6 Kubik oder so. Das sehen wir dann. Also, wie schaut es denn jetzt hier aus? Oh, guck mal, geil. Eins, zwei, drei. Wir nehmen da mal ein paar mit und da mal ein paar mit. Und es können auch keine anderen Farben mehr rauskommen. Das ist quasi die letzte. Also dann haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit 100%. Da haben wir keine Fehlfarben. Das ist geil. Da kommen 7,5 Schnecken raus. Also 15 eigentlich mit der trübenrigen Seite. Dann ist das viel zu viel. Dann würde ein Blueprint reichen. Kann das sein? Ja. Ja gut, 15, aber es werden auch welche gebraucht. Wieder. Also, dann passt das. Dann brauchen wir trotzdem zwei, ganz knapp. Und die machen wir jetzt. Wir könnten eigentlich das Wasser. Das passt ja, das müsste jetzt da auch vollgelaufen sein. Beziehungsweise nein, noch nicht. Wir brauchen hier das Wassermodul. Spezial. Jetzt kann es auch erst voll laufen. Ach nee. Müssen sie unten noch anschließen, meine Güte. Eins und hier drüben. Jetzt kommt das Wasser. 360 Kubik, das geht mit einer Pipeline, das passt. Alles gut. Also links läuft's. Hier stellen wir jetzt auch um. Halt falsch. Überschuss. Das war jetzt komisch. Er hat es nicht genommen. Und Iron Schnecke. Das gleiche da drüben. Und dann hauen wir mal die Schnecken gleich rein. Und Überschuss. So, wir hatten hier. Das Futter ist ja da. Temperatur hatten wir gesagt. Minus 15 Grad. Bäm, stellen wir ein. Dann wissen wir, wir brauchen auf beiden Seiten noch ein Temperaturmodul. Zack. Und. Was fehlen Schrauben? Ah, Schrauben. Nein, nein. Ich habe die nicht mehr da. Glaube ich zumindest. Weil ich so viel rausgenommen habe. Die werden jetzt, laufen jetzt erst voll. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Aber die holen wir uns von hier. Ich habe hier irgendwo welche. Obwohl es so Unsinn. Wir sind schneller, bevor ich jetzt hintergehe, bei der Produktion bin ich schneller wieder im Grasland und hole das schnell. Ja, schlechte Vorbereitung, ich weiß. Aber ich glaube, ich habe jetzt alle Schneckenfarben. Kann das sein?
Ja. So, passt erstmal und wieder zurück. Wir sind da eh gleich nochmal. Steinwüste. Ja, mal gucken. Doch, müssten wir eigentlich schon. Ja, weiß ich nicht. Von der Zeit her schaffen. Wir haben, was haben wir gesagt? Flüssigkeitsmodul haben wir schon. Zeitmodul. Nein, auch nicht. Temperaturmodul war es. Genau, dann haben wir das hier eingestellt. Temperatur hier auf minus 30 und hier auf minus 10. Also mich wundert es immer noch, dass wir das hier so schnell hinbekommen haben mit den schwarzen Schnecken, das einzustellen. So, dann müsste eigentlich das anlaufen, wunderbar, die Eier kommen. Es sind sogar schon welche da, wir müssen ja noch warten, bis die Temperatur runtergeht. Also minus 12 bis minus, er steht ja auch dabei, glaube ich. Genau, minus 12 bis minus 15 Grad und Luftfeuchtigkeit 48 bis 52 Grad. Okay. Dann hätten wir das. Wir müssen jetzt gucken. Da oben sind schon die ersten schwarzen Schnecken. Sehr, sehr geil. Wir gehen jetzt mal mit dem Förderband bis hierher. Und das war ein Fehler. Wir brauchen keine anderen Schnecken mehr da hinten. Wir machen das so. Ist trotzdem Unsinn. Wir müssen trotzdem vorausschauend denken. Wir gehen jetzt hier hoch. Und da runter. Weil ich will hier den Splitter noch haben. Den Fusionator. Falls wir doch nochmal, wie was auch immer, eine blaue Schnecke oder irgendwas brauchen. Gut, ich habe jetzt einen Haufen schwarze Schnecken einstecken. Wollte jetzt mal hier. Oh, hier fehlt eine. Und deswegen ist das Problem, wenn man mit ein paar Schnecken bloß anfängt, könnte das ein Problem werden. Warum kommt denn da jetzt auf einmal das Futter? Hey, Moment mal. Halloween-Futter? Habt ihr mir nicht gerade eben gesagt, wir haben falsches Futter? Das passt doch. Ah, das geht nicht weg damit. Jetzt läuft das auch wieder an. Und dann haue ich die restlichen zwei schwarzen Schnecken hier hin. Dann können die raussickern. Sobald das Förderband unten voll ist, geht es oben rein. Ihr kennt das Spiel. Also wir haben hier drüben keine Eier. Hier drüben eins. Aber egal, hier läuft es ja. Da kommen sie da hinten. Vier Stück kommen auf der anderen Seite. Oh, ja, gut. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Oh Gott, bin ich blöd. Jetzt passt das. Wir gucken sicherheitshalber, aber drüben sehen wir, dass es passt. Dass einfach genug Eier da sind. Zwei, aber da kommen gerade welche. Und hier drüben sind sechs Stück. Genau, passt. Gut. Schwarze Schnecken, das sind sie schon. Geil. Am Start, man sieht sie leider ein bisschen schlecht auf dem Förderband. Aber guck mal, die. Die wabern so ein bisschen. Wahrscheinlich machen das alle Schnecken. Gut, also das heißt, wir haben jetzt insgesamt roundabout, ja, 15, 17, 18 schwarze Schnecken pro Minute. So viel brauchen wir aber nicht. Wir brauchen insgesamt bloß 10 Stück. Ich glaube, das war bei der Farm, genau.
Komposter. Ich setze ihn mal nach da hinten, weil das wirklich... Der ist ekelhaft laut. Was wir jetzt noch haben für ein Problem... Wir produzieren wahrscheinlich zu viele schwarze Schnecken. Deswegen machen wir jetzt mal hier einen intelligenten Splitter her. Und machen nach links... Überschuss... Wurscht. Ne, wir machen tatsächlich mal... Also, obwohl es da steht, dass keine verschiedenen Farben mehr rauskommen können, ich traue dem nicht ganz. Es werden wahrscheinlich bloß die rauskommen, aber so haben wir es dann nochmal abgetrennt quasi. Dann sehen wir, wenn irgendwann mal eine Fehlfarbe kommt, was nicht passiert. Gut, und dann gehen die. Gehen da rein. Und der Überschuss. Spezial Shredder Container. Wird voll gemacht und vernichtet. Was bekomme ich denn für eine schwarze Schnecke? Wahrscheinlich sind die Schnecken alle gleich. 50. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So, wir brauchen... Oh, es gibt noch eine goldene Schnecke. Die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Eisen. Okay. So, Moment mal. Wir schließen jetzt erstmal die Anlage hier an. Dass es voll laufen kann. Hört ihr das, wie laut das ist? Deswegen wollte ich das ein bisschen abseits machen. Hier schaut es auch gut aus bei der Batterie. Passt. Jetzt haben wir hier den Schneckenschleim. Ich würde... Einfach mal ein kleines Zwischenlager trotzdem gerne dazwischen setzen. Aber da sollte es jetzt keine Probleme mehr geben und dann passt das. Gut, wir müssen jetzt mal gucken. Ich will auch, dass wir jetzt mal das ganze Zeug so ein bisschen anschließen. Wir fangen jetzt mal hier an. Hier sind die Quantenkabeladapter. Die kommen... Also vielleicht sollte ich erstmal, dass ich mich nicht verbaue... Einfach mal nur den Receiver da vorstellen. Damit ich mir hier ein bisschen den Platz freilasse. Hier weiß ich jetzt nicht, wo es rauskommt. Da müssen wir mal gucken. Und hier haben wir es dann da hinten. Und übrigens, wir haben hier... Auch zwei Ausgänge für Pipelines. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dass es sogar zwei sind. Gut. Also. Wir haben hier die Adapter. Die Adapter müssen hier rein. Bam. Gut. Und die verschmolzenen Rahmen. Also beides. Dann würde ich sagen, machen wir eins da rein. Eins da rein. Und in der Mitte kommt der Sender, Netzwerk. Was, sonst habe ich vielleicht das Problem, dass ich da mit einem Förderband in die Quelle komme oder auch hier. Für die Prozessoren. Und die haben wir schon in der ausreichenden Menge. Das heißt, das könnte schon laufen. Allerdings wahrscheinlich nicht sehr lange, weil uns die hier ausgehen dann. Und die hier. Deswegen brauchen wir ja das Lager. Dass das voll ist. Genau. Also, wir müssen hier auch aufpassen... wo machen wir das? Hier. Ich sag das jetzt einfach mal hier. Genau. Wir splitten das nämlich auf.
Aber die Frage, ich habe halt extremst wenig Platz. Das wird jetzt ein bisschen brutal. Kann ich da einen Deckel drüber bauen, ohne dass das mega scheiße ist? Machen wir anders. Machen wir anders. Das kommt nochmal weg. Bloß kein Kabel oder so abreißen. Wir gehen hier auf der Höhe rüber. Ganz genau, machen das hier nochmal weg. Dann habe ich hier so eine Art kleine Brücke. Und darauf machen wir dann die, wie heißen sie? Ich kann es wirklich merken. Druckumwandlungsblöcke. Das bedeutet allerdings, ich muss das wieder schön machen hier. Genau, ins Detail gehe ich dann später, wie wir hier das machen mit den ganzen Fenstern. Das ist ja kein Problem. Das geht ja alles. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir den Durchbruch da setzen, wo wir ihn brauchen. Ich würde halt gerne noch weiter unten drunter gehen, aber das bekommen wir nicht vernünftig. Vielleicht nicht schön. Ist nicht schön, aber es würde gehen. Nee. Nee, nee, das müssen wir anders machen. Mist. Also wir fangen mal mit den Adaptern an. Die kommen hier, sage ich jetzt einfach mal. Nee, hier kommen. Das ist doch nicht gerade, oder? Nee. Das Problem ist, wenn man direkt an ein Gebäude einen Lift hinmacht, dann kann das sein, dass es nicht ganz gerade ist. Jetzt ist es gerade. Hätte das die gleiche Höhe? Leider nicht. Wenn ich jetzt... Ich muss jetzt ein bisschen rumexperimentieren, tut mir leid. Wenn jetzt hier eins nach oben gehen. Dann müssen wir hier drei nach oben gehen. Ne, drei ist auch zu viel. Ah, Mist, Mist, Mist. Wie machen wir denn das jetzt? Und zwei ist zu wenig. Es gibt den Zwischenabschnitt nicht. Ist ja doof. Aber wir machen es einfach so. Perfekt. Und hier können wir eigentlich schon aufsplitten. Damit das nicht funktionieren. Moment mal. Setzen wir nochmal neu. Einmal da lang. Und holen wir hier schon mal die ersten verschmolzenen Rahmen. Gut, und da müssen aber die Adapter noch rein. Ich hätte die andersrum einlagern müssen. Und ich will es nicht mit dem Netzwerk machen, nicht, dass das dann zu viele Probleme gibt. Heilloses Chaos, ich sehe es. Eins hoch. Jetzt bin ich halt viel zu weit weg. Und das kann ich nicht machen. Wie mache ich denn das jetzt?
Kleinste Katastrophe, aber. Genau, und das geht halt eben nicht. Ich muss auf eine Plattform hin. Das machen wir jetzt mal ganz kurz bloß. Genau, weg. Dann geht es nämlich hier nach unten. Es ist dann schon am Ende des Tages, meint man, okay, ein bisschen das alles noch anschließen, aber es ist dann echt viel. Genau, hier kommen die verschmolzenen Rahmen dann. Dann passt das. Und jetzt haben wir die hier noch. Und die müssen, glaube ich, da rein. Genau, mit dem Turbodraht. Das Turbodraht kommt von hier unten. Und geht hier durch. Und hier oben rein. Muss dann. Geht nicht. Schön. Ach ja, wie komme ich denn da rüber? Vielleicht sollte ich von da anfangen. Irgendwie durch. Ich meine, das kann ich dann schon noch im Nachgang machen. Ich bin ein Ticken zu weit. Zu kurz, ich drehe durch. Und am Ende des Tages funktioniert es wahrscheinlich dann doch nicht. Genau, da hinten ist der Eingang. Und den drehe ich jetzt. Und es passt nicht. Es würde nicht passen, oder? Es fehlen übrigens auch noch ein paar Koboldplatten. Nee. Ah, muss ich gucken, wie ich das mache. Aber das ist jetzt bloß eine Kleinigkeit, das ist nicht so schlimm. Das passt. Das läuft wunderbar. Gut. Aber ihr seht schon, was für ein Förderband-Chaos das ist. Und da fehlt jetzt... Also mit dem Förderband anschließen müssen wir hier nichts mehr. Da ist schon alles da. Läuft bloß nicht rein, weil... Genau, auf pausiert ist. Hier ist auch alles da. Ja, da haben wir das Förderband, müssen wir noch verlegen. Und dann haben wir den Turbo, das machen wir über das Netzwerk. Das haben wir schon. Genau, das müssen wir noch machen irgendwie. Und hier haben wir noch gar nichts. Den Schleim, der ist fertig, der ist da oben. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.